1938 hatte der französische Fußballverband die Aufgabe über den Juni 1938 in Stade Colombe. Nie zuvor sahen so viele Zuschauer in Frankreich ein Fußballspiel. Die Mannschaft von Trainer Vittorio Pozzo kam im eigenen Bus zuerst im Stadion an. Wenig später folgte der Bus der Ungarn. Das Stadion hatte schon 3 Stunden vor Spielbeginn seine Tore geöffnet, um den Ansturm bewältigen zu können. FIFA-Präsident Jules Rimet war selbstverständlich Ehrengast des Endspiels. Der Präsident der Republik begrüßte vor dem Match alle 22 Akteure und wünschte ihnen Glück. Das französische Publikum, deren eigene Mannschaft durch die Italiener eliminiert wurden, standen eindeutig auf der Seite der Ungarn. Aber etwas mehr vom Spiel hatten die Italiener. Hier sehen wir gleich, dass Ferrari an den Ball nicht herankommt, aber Andreolo nimmt den Ball, spielt zu Piola nach vorne. Merzer verlängert gleich weiter zu Biavatti herüber. Biavattis Flanke bekommt Colauci und er steht 1:0 für die Italiener. Sehr sicher war der Vorsprung der Italiener nicht, denn die Ungarn stürmten immer wieder nach vorne und Foni und Rava, die Olympiasiegerverteidigung, hatte nicht den allerstärksten Tag. Und es gab auch viele Missverständnisse in der Abwehr. Titkos kommt an den Ball und der Linksaußen fackelt nicht lange. 1:1. Dann wirbeln die Italiener allerdings die Magyaren durcheinander. Ferrari, Colauci, Merzer und plötzlich Silvio Piola nimmt den Ball an und der Römer sucht sich das Loch in der Deckung. Er steht damit 2:1. Und noch einmal die Italiener, Serantoni, der Ausläufer, nach vorn gegeben. Merzer zu Colauci und 3:1. Vielleicht ist das schon die Entscheidung. In der zweiten Halbzeit spielen die Ungarn in diesem Fall hier von rechts nach links. Und die Ungarn verschaffen sich Feldvorteile. Das ist hier der schnellste Außenstürmer der Welt, Biavatti. Er lief die 100 Meter in 10,8. Und das hätte um ein Haar das 4:1 und damit die absolute Entscheidung sein können. Chabo immer wieder im Brennpunkt der Ereignisse. Und dann passiert es. Die Italiener sind etwas unaufmerksam. Dr. Jarosi läuft mit vor und es ist passiert. 3:2. Noch einmal wird es spannend. Aber dann ist Silvio Piola wieder dran. Biavatti hat den Ball um 2 Gegner herumgebracht, flankt ihn zurück zu Piola und der lange Silvio erzielt das 4:2. Das ist nun aber wirklich die Entscheidung. Italien ist Weltmeister. Silvio Piola und Colauci haben jeweils 2 Tore geschossen und Italiener verteidigen ihren Titel erfolgreich. Giuseppe Meazza, Kapitän von Ambrosiana Mailand und der italienischen Nationalmannschaft.